Promedia Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Liebe Zuschauer von TV Westsachsen, schön, dass Sie auch in diesem Jahr wieder eingeschaltet haben zu unserem Jahresrückblick. Auch wenn es sich so anfühlt, als hätte ich erst gestern hier gesessen und Ihnen die Highlights aus dem Jahr 2019 gezeigt, war das Jahr 2020 doch ein Jahr voller Ereignisse, voller Höhen, aber auch Tiefen. Uns allen wird dieses Jahr sicher als sogenanntes Corona-Jahr in Erinnerung bleiben. Niemand von uns hätte sich wohl je zu träumen gewagt, dass uns mal so etwas wie eine Pandemie oder gar eine Ausgangssperre ereilt. Waren solche Begriffe für viele von uns Anfang des Jahres noch etwas Neuland, können nun Ende 2020 sicher so einige Menschen eine ganz eigene Geschichte zum Thema Corona erzählen. Dieses Jahr war eigentlich alles anders. Viele mussten auf Kontakte verzichten, sich schützen vor dem so ansteckenden Virus. Andere mussten sich komplett neu erfinden, um die Ecke denken, dass sie ihre Geschäfte doch irgendwie am Laufen hielten. Ein verrücktes Jahr und auch aktuell stecken wir mitten im erneuten Lockdown. Ein Ende? Schwer zu beurteilen. Dennoch soll und darf sich nicht alles ausschließlich um das Thema Corona drehen. Das Jahr 2020 hatte nämlich auch so vieles Positives und Erfreuliches zu bieten. Das möchten wir Ihnen in diesem Rückblick natürlich nicht vorenthalten. Doch nun genug geredet, kommen wir doch gleich zu unserem ersten Teil des Jahresrückblicks 2020. Hier sind die Monate Januar bis Juni. Viel Spaß! Das Jahr 2020 startete gleich mit neuen Gesetzen und Änderungen. Am 3. Januar gab es einen neuen Branchenmindestlohn für Dachdecker, Elektrohandwerker, Gebäudereiniger, Maler und Lackierer. Außerdem erfolgte die Wiedereinführung der Meisterpflicht für viele Gewerbe. Freuen konnten sich auch die Auszubildenden über die Erhöhung ihrer Vergütung. Das wohl interessanteste an diesem Tag war eine Änderung der sogenannten Bonpflicht. Fester Bestandteil im Zwickauer Sportkalender ist seit 2000 das ZEV Hallenmasters in der Stadthalle Zwickau. Das Teilnehmerfeld war mit dem fünfmaligen Titelverteidiger FSV Zwickau, Chemnitzer FC, Carl Zeiss Jena, dem VfB Auerbach, einem Perspektivteam aus jungen Nachwuchsspielern, der SG Dynamo Dresden, All-Star-Team aus der Reihe Sport im Osten, prominent bestückt. Der diesjährige Turniersieger hieß Chemnitzer FC. Am 5. Januar ging die letzte Vorstellung des Zwickauer Weihnachtszirkus über die Bühne. Zwei Wochen lang begeisterten die Akteure die Zwickauer, egal ob Luftakrobatik oder Clownerie. Der Weihnachtszirkus war auch diesmal wieder ein voller Erfolg. Das erste gesellschaftliche Großereignis der Stadt Zwickau 2020 ging am 9. Januar traditionell wieder im Konzert- und Ballhaus Neue Welt über die Bühne. Die Rede ist natürlich vom Neujahrsempfang der Stadt. Bei der 23. Auflage gab es eine außerordentlich lange Liste an Auszeichnungen der Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Co. Am selben Tag wurden knapp 700 Polizeianwärter feierlich vereidigt. Es war die wohl sicherste Veranstaltung in der Zwickauer Stadthalle. Polizei, wohin das Auge auch blickte. Damit ist die Zahl der Neueinstellungen in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, trotz dass der Beruf alles, nur keinen Alltag bietet. Mitte Januar feierte die Après-Ski-Party-Besucherrekord. Auch wenn wohl eher keiner der rund 6000 Gäste vorher auf der Skipiste war, herrschte zur mittlerweile 7. Auflage der Après-Ski-Party auf dem Platz der Völkerfreundschaft eine tolle und ausgelassene Stimmung. Veranstalter des Events war auch diesmal wieder der Veranstaltungs- und Partyservice Schwarz. Am selben Wochenende traf sich die internationale Tattoo-Szene in Zwickau. Das Interesse, oder sollte man eher von einem Hype auf Tattoos sprechen, ist ungebrochen. Dementsprechend war auch die Resonanz auf die mittlerweile 11. Tattoo-Expo im Konzert- und Ballhaus Neue Welt in Zwickau. Veranstalter und Gastgeber war auch diesmal wieder Star-Tätowierer Randy Engelhardt, der 2020 zum wiederholten Male die internationale Tattoo-Szene an die Mulde Stadt holte. Ja, er war wirklich im St. Barbara.
Der eigentlich als Sportmoderator und Erfinder von RAN bekannte Reinhold Beckmann gab sich abseits des Mainstreams die Ehre. Und er hat gesungen und er hat begeistert. Noch einmal, einmal in die Nacht durchbringen. Der FSV Zwickau hat den Spielbetrieb der ersten Mannschaft ausgegliedert. Die Mitglieder des FSV Zwickau haben im Rahmen einer Mitgliederversammlung eine weitreichende Entscheidung getroffen. Der Spielbetrieb der ersten Mannschaft wurde nach Zustimmung von 332 Mitgliedern bei 40 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen ausgegliedert. Notwendig war dafür eine Zustimmung von mehr als 75%. Den Schlussstrich des Monats Januar setzt der RB Zwickau. Der Rollstuhlbasketball hat in Zwickau eine große Tradition. Die Rollers wandelten allerdings finanziell am Abgrund. Verschuldung, Verbannung vor die Tore der Stadt, Insolvenzantrag. Doch es schien einen Silberstreif am Horizont zu geben. Die Stadt, die GGZ und die Sparkasse stehen an der Seite des Vereins. Wir starten in den Monat Februar mit einer Thematik, die deutschlandweit sowohl große als auch kleine Unternehmen bewegt. Die Rede ist vom Fachkräftemangel. Allerorts ist man auf der Suche nach Auszubildenden, aber auch nach gut ausgebildeten Arbeitskräften. Das war sicher auch in diesem Jahr wieder der Grund dafür, dass die Messe Bildung und Beruf in der Stadthalle Zwickau seitens der Aussteller auf so große Resonanz stieß. Der diesjährige Theaterball hat das Konzert- und Ballhaus Neue Welt nochmal in seine Gründerzeit versetzt. Was den Darstellern am Theater mehr oder weniger geliefert wird, hieß für die Gäste des 23. Theaterballs des Theaters Plauen-Zwickau, selbst ist der Mann bzw. die Frau. Denn das Motto lautete damals 20er Jahre, also hieß es privat, ab in die Maske und ein Kostüm ausgesucht, geborgt oder aus dem Fundus des eigenen Kleiderschrankes zusammengestellt. Das hat hervorragend geklappt, denn alle Gäste kamen schick im Look von vor 100 Jahren. Passend dazu natürlich auch die ausgesuchten Stücke des Gala-Programms. Die neue Leitwarte der Zwickauer Energieversorgung ist buchstäblich in die Höhe gewachsen. Der Rohbau und das Dach waren nahezu fertig und so feierte man am 5. Februar Deckenfest bei der ZDV. Im Februar wurde Ex-Konsum- und Magnetchef Heinz Baumann 100 Jahre alt. Feste sollen bekanntlich gefeiert werden, wie sie fallen. Das trifft erst recht auf große und runde Jubiläen zu. Dazu zählt zweifelsohne ein 100. Geburtstag. Der wurde nämlich am 10. Februar im Schützenhaus in Wilkau-Haslau begangen. Organspende soll auch weiterhin auf Basis der Entscheidungsregelung durchgeführt werden. Es ist traurige Tatsache, dass in Deutschland rund 10.000 Menschen sehr lange auf eine lebenswichtige Organspende warten und diese nie erhalten. Laut Umfrage können sich 80% der Bevölkerung vorstellen, ein Organ zu spenden. Im Bundestag gab es Anstrengungen, eine Regelung zu finden, dass jeder volljährige Bürger automatisch als potenzieller Organspender gilt, wenn er nicht widerspricht. Am Ende ging es so aus, dass die Mehrheit der Abgeordneten gegen die Widerspruchsregelung und damit für die Entscheidungsregelung abgestimmt haben. Mit der Show Hollywood startete 2002 Holiday on Ice in der Stadthalle. Es folgten weitere Revuen mit Tempo, Romantik oder Exotik wie Mystery, Tropicana, Speed, Time oder Atlantis. In Zwickau waren in diesem Jahr gleich 3 Sachsen mit dabei. Eine, die im großen Ensemble während der gesamten Tour mitwirkt, 2, die lediglich in der Muldestadt ihren großen Auftritt hatten. Jubiläen feiert man bekanntlich mit der Familie, Freunden und Bekannten. Das dachten sich auch die Betreiber des Studios Tattoo & Motion, die in Planitz in der inneren Zwickauer Straße 56 ihren Firmensitz haben. Gemeinsam mit Geschäftspartnern, Kollegen und Bekannten stellten sie am 15. Februar anlässlich ihres 5-jährigen Bestehens eine kleine Jubiläumsmesse auf die Beine. Als Veranstaltungslocation hatte man die Muldentalhalle in Wilkau-Haslau gebucht. Der Eintritt für die Besucher war frei. Kochshows liegen nach wie vor ganz oben in der Gunst der Fernsehzuschauer. Warum dann nicht auch mal mitmachen, wenn man von Kabel 1 für Mein Lokal, Dein Lokal angefragt wird, dachte sich wohl auch Andi Saller, der seit 2015 das Gasthaus 1470 in Zwickau betreibt. Neben weiteren sächsischen gastronomischen Einrichtungen stellte auch er sich Profi-Koch Mike Süßner und dem Urteil seiner Mitbewerber.
In einer rund einstündigen Show präsentierten die Teilnehmer ihre Restaurants und Lokale. Am Freitag, dem 21. Februar, wurde der Gewinner bekannt gegeben. Und der hieß Gasthaus 1470. Vogtländer muss wohl erst auf die Idee kommen, an der Wirkungsstätte des Autobauer-Pioniers August Horch eine Hommage für ihn zu initiieren. Denn die von Horch gegründete Marke Audi hat zweifelsohne seinen Geburtsort in Zwickau. Auf die Idee, verschiedene Audi-Modelle unterschiedlicher Baujahre als Symbol aufzureihen, kamen allerdings zuerst die Slowaken. Nun kehrte der Rekord dahin zurück, wo er auch einen historischen Bezug hat, nach Zwickau. Geld regiert die Welt, darum muss der Rubel rollen, das Geld fließen, müssen Zahlungen erfolgen und darf die hohe Kante nicht vergessen werden. Dazu bedarf es Geldinstitute wie der Sparkasse. Nachdem sich in anderen Städten bereits per entsprechenden Dekreten Sparkassen gründen durften, genehmigte am 27. Januar 1845 Friedrich August, König von Sachsen, auch die Sparkassengründung in Zwickau. Als mittlerweile Mitglied des Ostdeutschen Sparkassenverbandes hat darum die Sparkasse Zwickau in diesem Jahr ihr 175-jähriges Bestehen gefeiert. Der Fasching war wohl das letzte große Event vor, ja, Sie wissen schon. Die Plauner Innenstadt wurde zur närrischen Partymeile. Bereits zum 26. Mal fand der traditionelle Karnevalsumzug statt. Auf einer Strecke von rund 1,5 Kilometern tummelten sich rund 25.000 Besucher. Die waren aus nah und fern gekommen. Viel Ideenreichtum, Kreativität und Liebe zum Detail hatten die großen und kleinen Närrinnen und Narren bei der Auswahl ihrer Kostüme bewiesen. Corona oder auch Covid-19. Das erste Mal so richtig in Berührung mit diesem Begriff sind wir Anfang März gekommen, als es hieß, dass die Zwickauer Baumesse abgesagt wurde. Seit diesem Tag an konnte man nur grob erahnen, welche Auswirkungen das Virus wohl noch haben wird. Weitere Veranstaltungsabsagen folgten, bis ein komplettes Veranstaltungsverbot erteilt wurde. Auch die Schulen und Kindertageseinrichtungen mussten geschlossen bleiben. Nach und nach mussten dann auch Gastronomie, Groß- und Einzelhandel schließen. Öffnen durften eigentlich nur noch Supermärkte, Ärzte und die Post. Es wurde eine Ausgangssperre verhängt. Niemand durfte ohne triftigen Grund sein Haus bzw. seine Wohnung verlassen. Notfallambulanzen wurden eingerichtet. Es ist so, dass wir im Moment ein Zelt haben als Triagepunkt. In diesem Zelt sitzen zwei Mitarbeiter, ein Arzt und ein Pfleger mit Schutzausrüstung. Die arbeiten mit einer von uns entwickelten Checkliste, wo Patienten danach klassifiziert werden, ob sie für eine Testung in Frage kommen. Wir testen absichtlich nur Patienten, die auch Symptome haben, weil wir sonst auch komplett die Labore überfordern und auch das Personal überfordern. Und es wird dann in dieser Triage auch festgelegt, gibt es auch eine Indikation zu prüfen, ob jemand vielleicht sogar stationär aufgenommen werden muss, weil er schon so krank ist. Das heißt, wir testen in Richtung, ist jemand von uns grün eingeordnet, würde er ambulant bleiben, kriegt seinen Abstrich, geht wieder nach Hause und wird im positiven Fall von uns angerufen. Ist er gelb oder rot, wird er auf die entsprechenden Isolierstationen, Normalstationen, Intermediate Care oder Intensivstationen weiter verlegt durch unsere Mitarbeiter. Ganz wichtig ist, wir halten uns an die Empfehlungen des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn. Er hat die Maxime ausgegeben, jetzt die Regelversorgung etwas zurückzufahren. Daran halten wir uns. Das heißt, wir versuchen, planbare Eingriffe noch mal neu zu bewerten unter medizinischen Gesichtspunkten. Das heißt, das tun auch bei uns die Ärzte, die dann entscheiden können, was ist vertretbar, was kann man verschieben und was muss nach wie vor hier bei uns passieren. Das heißt, wir versuchen einfach ganz langsam zusätzliche Kapazitäten zu schaffen, falls auch wir hier im Landkreis noch deutlich steigende Patientenzahlen haben.
Nun hieß es vor allem für Unternehmen, die ihre Türen schließen mussten, sich anpassen und Alternativen finden. Ja, genau. Also wir waren sowieso schon im Bereich der Digitalisierung sehr fortschrittlich. Die internen Abläufe waren schon digitalisiert. Und jetzt hatten wir uns die letzten Wochen darauf gestürzt, auch die externen Abläufe zu digitalisieren und auch den Zugang für Mandanten einfacher zu erleichtern über ein Online-Mandat. Und das geht jetzt diese Woche online. Und ja, im Zuge der Corona müssen wir leider den persönlichen Kontakt zum Mandanten reduzieren. Aber da hilft uns das Online-Mandat einfach, die Regulierung mit dem Mandanten online abwickeln zu können. Man sieht es ja deutlich, wir haben am Montag Rücksprache gehalten, der Teamleiter Ralf Hutschenreuther und ich. Und wir haben aufgrund eben auch der riesengroßen Hamsterkäufe der Bevölkerung gemerkt, dass wir ganz, ganz wenig Lebensmittel reinholen. Und haben zum einen natürlich die Gesundheit unserer Helfer. Die Älteste ist in der Tafel 80 Jahre alt geworden. Der Großteil ist über 50, gehört zur Risikogruppe. Aufgrund dessen und aufgrund der fehlenden Lebensmittel schweren Herzens nur beschlossen, dass wir gesagt haben, wir stellen die Tafelarbeit ein, weil alles andere wäre wirklich unverantwortlich. Wir sind dann nach wie vor mit im Gesundheitswesen mit integriert als Gesundheitshandwerker. Wir kümmern uns um gehbehinderte Menschen, versorgen Diabetiker, also ein ganz breites Spektrum von Patienten, die wir jetzt auch weiter versorgen wollen, solange wir das dürfen, vom Gesetzgeber her. Deswegen haben wir die Möglichkeit mit unserer mobilen Fußambulanz, wir haben eine komplette funktionierende Werkstatt inklusive Scan- und Vermesstechnik hier auf dem Auto drauf, unter Einbehaltung natürlich aller Hygienevorschriften, was man so tun kann, dass wir quasi diese Personen hier weiter versorgen können, vor Ort zu Hause, um eben auch diese Infektionsgefahr gerade eben für diese Risikogruppe so gering wie möglich zu halten. Die Kursächsische Philharmonie tritt zurzeit live nicht auf, aufgrund der Corona-Krise natürlich. Es ist auch schlecht mit Proben oder etwas vorbereiten. Die Vorbereitung findet in einem anderen Sinne statt. Wir bereiten uns mental auf die Zukunft vor. Und für alle, die Sehnsucht nach uns hoffentlich haben, stellen wir jeden Mittwoch und Samstag um 19.30 Uhr einige alte Glanzlichter aus besonders schönen Erlebnissen, die wir im König Albert Theater erlebt haben, gemeinsam mit unserem verehrten Publikum ins Netz. Und so kann man sich ein bisschen erinnern. Einmal hatten wir klar den Kontakt zu unseren Gästen des Hauses. Wir schreiben gerade an einen Brief für alle, wo eben genau dieser Ablauf erklärt wird, wie eben die Gäste auch diese Zeit verrechnen lassen können. Dass eben gerade wichtig ist, die Beiträge jetzt erstmal laufen und dass jeder wieder zu seinen Zeiten auch verrechnet bekommt, so wie er es gewohnt ist. Wir machen das schon seit vielen Jahren, gerade wenn jemand krank ist oder in spezielle Härtefälle auch gerade familiärerseits oder so kommt, dass wir darauf reagieren und diese Zeit verrechnen. Das machen wir hier auch so. Wir möchten das bloß gern postalisch machen, mit einem ganz eindeutigen Anschreiben, wo jeder weiß, wie das eben funktioniert. Und dann gibt es noch einen ganz anderen Weg, den ihr euch überlebt habt. Das stimmt auf alle Fälle. Neben den Sachen mit Facebook, wo wir dokumentieren, was wir gerade machen, wie die kleinen Reparaturen, haben wir mit TV Westsachsen eine tolle Vereinigung getroffen. Das heißt, wir wollen, dass die ganzen Zwickauer fit bleiben, nicht nur unsere Gäste, sondern alle Zwickauer. Wir sind beides Unternehmen, die schon lange hier in Zwickau eben arbeiten. Und da haben wir uns ein Bewegungsprogramm überlegt, was nicht ganz sehr professionell ist, aber professionelle Übungen beinhaltet, die jeder mitmachen kann, aber die auch eine gezielte Wirkung haben. Wir haben uns Gedanken gemacht, dass wir trotzdem da sein müssen. Abgeschalten mit ihren Verträgen, das Telefon fällt runter und ja gut, wenn man da nicht anrufen kann, ist es blöd. Ne? Und dafür sind wir da. Und wir sind weiterhin hier mit Mitarbeitern und haben unseren Laden geschlossen, sind aber via Telefon, was vorm Laden geschalten ist, mit Sitzecke vorm Laden weiterhin da und müssen per Telefon und E-Mail mit unseren Kunden Kontakt aufnehmen. Diese Corona-Krise hat jetzt wirklich dazu geführt, dass wir uns neu erfinden müssen. Das heißt, ab nächste Woche starten alle SRK in Sachsen, nicht nur Zwickau, mit einem Webinarangebot zu verschiedensten Themen. Ein großer Schock für den jungen Unternehmer und sein Team. Weil ganz viel weggebrochen ist, weil halt ganz viele Familienfeiern, Hochzeiten, alles was Ostern ist, komplett von jetzt auf gleich storniert wurde. Und dann gab es natürlich erstmal das große Rätselraten, aber dadurch, dass wir halt viel Außerhausgeschäft vorher schon machen und wir das Equipment haben, haben wir halt angesagt, wir versuchen jetzt einen Außerhausservice, dass wir den Leuten alles einkochen, dass sie am Wochenende alles heiße abholen können, als komplett fertiges Essen und dass wir halt auch mittags ein paar Firmen beliefern wollen, die halt dadurch einfach kein Mittagessen mehr haben, aber ja trotzdem weiterarbeiten.
wir versuchen aus dem Schlechten auch was Gutes zu machen und haben uns entschieden, unsere Osterpost unseren Kunden natürlich trotzdem zuzusenden. Jetzt haben wir letzte Woche in Fleißarbeit unser Ostermailing umpräpariert und noch einen kleinen Aufkleber drauf gemacht, dass der Kunde jetzt am Wochenende Post in seinem Briefkasten hatte, wo er natürlich sich an uns wenden kann, telefonisch sich von uns beraten lassen kann oder uns eine Mail schicken kann oder auch über unser Online-Portal sich seine Lieblingsprodukte nach Hause liefern lassen kann, damit natürlich trotz dieser schwierigen Situation wir eine kleine Osterfreude am Wochenende haben. Ich glaube, es sollte im Augenblick der Solidaritätsgedanke über vielem stehen. Es wird, denke ich, so werden, dass die erworbenen Tickets ihre Gültigkeit behalten. Man spricht jetzt vom 31.12.2021. Bis dahin kannst du sagen, ja, nehmen wir mal ein Beispiel, fiktiv gesprochen, auch wenn es noch nicht so ist, Rock Classics findet jetzt nicht Pfingsten statt, sondern im Sommer. Dann können die Leute sagen, okay, das ist der Termin, der passt mir. Oder wahrscheinlich wird es so werden, wenn jemand sagt, da kann ich nicht, wird dieses Ticket, dieser Wert wahrscheinlich dann an einen sogenannten Gutschein-Voucher gewechselt, den du dann bis Ende nächsten Jahres dann, egal für welche Veranstaltung, einsetzen kannst. Da viele regionale Künstler zurzeit nicht auftreten können und Krauchs Events selbst keine Möglichkeiten hat, Konzerte oder Events durchzuführen, hat man die einzig mögliche Variante entwickelt, um vor der weltgrößten Ziegelbrücke im Kulturraum Zwickau-Vogtland eine kulturelle Auftrittsidee zu schaffen. Daher plant Veranstalter Krauchs Event mit seinen langjährigen Partnern ab dem 16. Mai für circa einen Monat nicht nur ein typisches Autokino, sondern möchte mit kleinen Live-Konzerten, Kinderprogrammen, Lesungen und Gottesdiensten ein breites Kulturangebot schaffen. Natürlich beachte auch ich die geltenden Vorgaben, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, möglichst einzudämmen. Auch ich leide darunter, dass wir hier in der Kirche, die zu Ostern voll wäre, nur mit einer Minimalbesatzung Gottesdienst feiern können. Ich leide darunter, dass unser Gemeindeleben hier quasi stillsteht. Auch ich habe meine Fragen und meine Sorgen und mich lassen die Nöte und Ängste der Gemeindemitglieder und meiner Mitmenschen auch nicht unberührt. Und trotzdem habe ich keine Angst. Ja, natürlich, die Corona-Krise macht es uns unmöglich, die gefüllte Kirche vor uns zu haben. Sonst sind Ostern die Kirchen auch sehr gut gefüllt. Aber auch das in der Predigt mit anzusprechen, dass Ostern ein Fest gegen die Angst ist, auch trotz Corona, das war mir ganz wichtig, weil wir eine Hoffnung haben. Die Auferstehung gibt uns eine ganz andere Perspektive von Gott her. Und er hat unser Leben, unsere Welt in seinen Händen. Außer Hauslieferungen sind für den Party-Service nichts Neues. Jetzt wird dieser Service ausgebaut und erweitert. Naja, wir haben jetzt eine eigene Schiene, die steht so hinter mir, entwickelt. Das heißt, wir machen viele traditionelle Gerichte, wir machen ein paar exotische Gerichte dabei. Das Ganze ist auch noch extrem ausbaufähig, aber natürlich am Anfang wollen wir es jetzt auch nicht übertreiben. Wir wollen erst mal gucken, wie es angenommen wird. Und ich meine, das ist einfach jetzt mal eine Überlebensphase in der Corona-Krise, einen gewissen Teil wenigstens zu machen und auch für die Leute ganz wichtigerweise, die jetzt sagen, wir gehen lieber nicht raus. Ich spreche jetzt mal besonders von älteren Menschen und das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Also ich habe meinen Eltern ein eigenes Hausausgehverbot erteilt. Das heißt also, die Leute sind natürlich schon massiv gefährdet und sollten jetzt auch wirklich zu Hause bleiben. Und für die Gruppe und natürlich für alle anderen auch, die das interessiert, die auch vielleicht gar keine Möglichkeit haben zu kochen oder weil sie eben in gewissen Diensten arbeiten oder ähnliches, denen dann der Aufwand vielleicht, weil sie genervt schon von der Arbeit kommen nach so einem harten Arbeitstag, dann einfach sich sagen, ich mache mir jetzt was ganz Schnelles. Und das ist das, was hier hinter mir steht. Wir haben also verschiedene Gerichte in Gläsern, wir haben Gerichte gefrostet, wir haben Gerichte, die fertig hier abgeholt werden können, direkt zum Verzehr. Also wir gehen im Prinzip auf alle Bedürfnisse ein. Wir haben unser Küchenstudio zu einem Barstudio umgebaut. Das heißt, wir machen am Wochenende das Fenster auf. Das ist jetzt kein wirtschaftlicher Gedanke. Es ist einfach nur der Gedanke, dass wir die Leute, die mal kurz spazieren gehen oder einkaufen gehen, einfach mal abfangen und denen halt auch diese positive Nummer geben. Klar, wir haben jetzt noch mal 3 Wochen. Die erste Etappe ist geschafft. Jetzt müssen wir die zweite Etappe schaffen. Das ist wie in einem Sportwettbewerb. Wir müssen halt jetzt alle zusammenhalten. Und ich finde es aber auch sehr, sehr toll, dass unsere Bundesregierung jetzt gerade wenigstens ein bisschen aufgemacht hat, weil es einfach ein bisschen Licht auf die Straßen bringt und die Leute auch wieder ein bisschen motiviert.
Wir haben als Stadt Zwickau zum Thema Corona-Krise natürlich auch schnell schalten müssen und uns überlegt, wie wollen wir die Händler, die Gastronomen, die Dienstleister unterstützen, und haben seit dem 9. April hier auf der Startseite von Zwickau das Händlerportal geschaltet. Und das ist natürlich eine Sache, wo wir uns sehr freuen, sehr gut angenommen worden. Wir haben aktueller Stand heute 132 Einträge im Händlerportal. Und das ist natürlich eine Sache, wo wir sagen, es wird gut angenommen. Der Tierpark Hirschfeld bietet derzeit ein ungewohntes, ja, ein merkwürdiges Bild. Einsam die Wege, der Spielplatz und auch die Gaststätte. Kein Besucher darf den Park betreten und auch die Mitarbeiter sind auf ein Mindestmaß reduziert. Also wir haben uns Gedanken gemacht, wie es aussehen würde, wenn bei uns sich jemand ansteckt, und haben dann beschlossen, die Belegschaft in zwei Gruppen zu teilen, die wochenweise wechseln, um zu gewährleisten, dass die Tiere versorgt sind, wenn sich doch jemand anstecken sollte, dass die andere Gruppe nicht mit in Quarantäne muss und somit den normalen Betrieb weiterführen kann. Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Jahr ist alles anders. Aufgrund von Corona haben der DGB und seine Gewerkschaften alle Demonstrationen und Kundgebungen zum Tag der Arbeit am 1. Mai abgesagt. Auch unsere traditionelle Zwickauer Veranstaltung auf dem Hauptmarkt findet dieses Jahr leider nicht statt. Natürlich spielt aber der 1. Mai als der Kampftag für die Arbeitnehmerrechte, für die Gewerkschaften, nach wie vor eine herausragende Rolle. Deshalb freue ich mich, dass ich hier ein paar Worte an Sie richten darf. Einige durften unter strengsten Abstands- und Hygienemaßnahmen weiterhin öffnen. Ja, konkret ist es halt einfach so, dass wir momentan schon das Problem haben, dass sehr viele Gastronomen, die wir beliefern, aufgrund der neuen Regelungen ihre Öffnungszeiten kürzen. Und da haben wir schon das Problem, dass wir sehr viel Umsatz momentan auch verlieren, wo wir noch nicht so richtig wissen, wie wir das in Zukunft kompensieren können. Ja, wir mussten fürs Unternehmen schon mit Beginn der Krise in Deutschland Kurzarbeit anmelden, haben versucht, was an Ressourcen geht, zu bündeln, uns auf neue Abläufe einzustellen und uns entsprechend mit den Waren, die da jetzt gerade gefragt sind, zu bevorraten. Ja, wir versuchen in dieser außergewöhnlichen Situation unseren Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern zu vermitteln, dass wir die Ruhe bewahren, dass wir für alle da sind, dass wir auf die Sicherheit unserer Mitarbeiter besonders achten, aber trotzdem signalisieren wollen, dass wir weiterhin für unsere Kunden und Geschäftspartner, die auf unsere Leistungen angewiesen sind, da sind. Wir haben als Erstmaßnahme natürlich jedem Mitarbeiter versucht, Handschuhe zu geben. Wir haben versucht, Desinfektionsmittel beizubringen. Das sind Mittel, die ausgehen und auch schwer in der Nachbeschaffung sind. Insofern müssen wir sehr rücksichtsvoll miteinander umgehen. Ein weiterer Punkt ist natürlich, wir haben auch deswegen kleinere Geschäftsstellen geschlossen und konzentrieren das Geschäft auf die größeren Geschäftsstellen. Die Post versucht auf jeden Fall oder hat den Auftrag, alle Sendungen an den Kunden zu bringen. Das ist klar. Es wird darauf Acht gegeben, dass wir den Kundenkontakt so weit wie möglich verringern, Abstand halten, Hände desinfizieren. Die Unterschrift beim Kunden ist nicht mehr erforderlich. Es ist jetzt die Quarantänebuchstabe einzutragen, also den Namen zu erfragen. Herr, Frau, Familienangehöriger, das natürlich auf jeden Fall. Und dann wird, dass ich selber unterschreibe, zur Sicherheit einfach, dass ich nicht mehr übertragen kann, weil ich doch sämtliche Tiergriffe angreife, den Stift immer wieder übergeben habe, und das ist jetzt einfach nicht mehr, und dafür ist für uns jetzt gesorgt. Wir haben Desinfektion an Bord. Also es ist das Größtmögliche getan, dass man die Kunden weiterhin beliefern kann. Und so ist der Auftrag und so soll es auch sein. Physiotherapien sind generell offen, dürfen offen bleiben, wenn bestimmte Grundvoraussetzungen geschaffen werden. Und da würde ich gerne darauf hinweisen, weil das einfach auch für uns wichtig ist. Die Therapeuten, die müssen sicher sein, die arbeiten nun mal an den Patienten, und dieser Rahmen muss geschaffen werden. In Krisenzeiten heißt es aber auch zusammenstehen, sich gegenseitig helfen, Glücksmomente schaffen. Es gibt tatsächlich ganz viele, die momentan eben versuchen zu unterstützen in dieser schweren Zeit mit den einfachen Mitteln, die sie haben. Ich bin jetzt auf eine Gruppe gestoßen oder beziehungsweise auf eine Person gestoßen, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Einrichtungen zu versorgen mit Mundschutz, weil das ist momentan einfach eine Rarität, die gibt es gar nicht, und wenn, dann überteuert bei eBay. Die werden quasi überall gesucht, und wir sind jetzt eine kleine Gruppe, die haben uns zusammengefunden und nähen quasi Mundschutz
für die Leute, die welchen brauchen. Die große Idee kam, in ganz Deutschland finden ja zurzeit Musikstücke statt aufgrund der Corona-Krise. Und da haben wir gesagt, Mensch, Zwickau ist Hotspot in Sachsen mit den meisten Infizierten. Wir wollen hier auch ein Zeichen setzen. Wir wollen zeigen, dass die Feuerwehren für die Bevölkerung weiterhin da sind. Und wir wollen natürlich auch positiv nach vorne blicken und die Leute bitten, zu Hause zu bleiben. Das wollen wir mit dieser Aktion ausdrücken. Naja, wir haben was übertragen, was in anderen Städten, in Großstädten vielleicht funktioniert. Barcelona hat man gesehen, Musik in den Wohnanlagen, in Berlin hat man es gesehen und sagen, was da funktioniert, kann auch in Zwickau funktionieren. Also die Kultur, wenn man nicht selber hingehen kann wegen Corona, wie gesagt, dann holen wir die Kultur halt in die Wohnanlage und deshalb sind wir heute hier. Als Danksagung in der schweren Corona-Phase jetzt und in unserem Krankenhaus, wir sind ja in Werdau ein bisschen ein Hotspot gewesen mit den Corona-Infizierten, haben wir uns überlegt vom Gewerbeverein in Werdau, dass wir heute mal fürs Personal grillen. Finanziert wurde das Ganze durch die Sternapotheke und den Gewerbeverbund in Werdau. Natürlich geht es in erster Linie darum, dass wir hier Menschen Freude bringen wollen, die einfach jetzt seit Wochen kaum Abwechslung gehabt haben. Ich habe das vor ein paar Wochen gemacht in Berlin. Da habe ich auch in einem Altenheim oder vor einem Altenheim gesungen. Und die alten Herrschaften haben dann zum Fenster rausgeschaut. Und das hat denen so viel Freude gebracht und mir dann aber auch wieder so viel zurückgegeben, dass ich gesagt habe, ich will sowas nochmal machen. Und dann kam meine Nichte, die nämlich hier arbeitet, und hat gesagt, Mensch, Tante Stefanie, wie wäre es denn bei uns mal ein Auftritt zu machen, und da habe ich sofort ja gesagt und habe dann natürlich auch gesagt, dann nehme ich natürlich den Papa mit, der ja auch seit Wochen nicht großartig rauskam. Denn die Sterne sind noch da, hoch am Himmelszelt. Unsere Sterne sind noch da und sie leuchten hell. Und bist du in einer Nacht irgendwo allein, schau hinauf und stell dir vor, ich will bei dir sein. Ab Mitte April wurde dann auch bei uns die Maskenpflicht eingeführt. Für viele eine Umstellung. Genau, also der Mund- und Nasenschutz muss immer getragen werden, sobald man sozusagen die Apotheke betritt oder jedes andere Geschäft im Prinzip, ne? Man muss es auch bitte auch über Mund und Nase tragen. Da muss man mal sehen, es ist oben meistens so ein Metallbügel auch eingearbeitet, der müsste auf die Nase, ne? Die kann man dann hier so festdrücken, dass es auch wirklich so hält, dass es dann auch nicht nach unten rutscht, sage ich jetzt mal. Und dann geht das, das ist dann kein Problem. Es ist sehr wichtig, dass die Kunden da wirklich ohne Bedenken bei uns einkaufen gehen können. Also wir desinfizieren wirklich jeden Einkaufswagen, gehen regelmäßig durch den Markt und desinfizieren die ganzen Griffe von den Tiefkühltruhen, von den Kühltruhen und natürlich auch Bereitstellung von Handdesinfektionsmittel und Handschuhen. Die Zahl der Corona-Fälle ist das eine, die Schieflage der Wirtschaft das andere. Viele Branchen haben durch die Pandemie hohe Einbußen zu verzeichnen. Einige von ihnen machten darauf aufmerksam, forderten auch die Politik zum Handeln auf. Viele der beteiligten Gastronomen, Caterer und Veranstalter hatten ihre Stühle mit den Namen ihrer Einrichtungen bestückt. Auch ein schön gedeckter Tisch weckte Erinnerungen an einen Restaurantbesuch. Genau vor 2 Wochen waren wir bei gleichem Wetter, bei schönem Wetter hier mit euch zusammen auf dem Hauptmarkt. Leere Stühle-Aktion, es gibt Signale, aber trotzdem, ich sehe es in deinen Augen, so richtig glücklich seid ihr nicht. Das kann ich jetzt leider nicht verneinen. Tatsächlich, wir sind noch nicht da, wo wir eigentlich wirklich hin müssen. Nicht nur hin wollen, sondern hin müssen. Es gab in den letzten 2 Wochen viel, viel Gespräche, viel Verhandlungen, was eben dazu geführt hat, dass wir am 15.05. sehr beschränkt, aber zumindest wieder ein bisschen aufmachen können. Also so ein bisschen Freude ist dabei. Aber trotzdem haben wir immer noch unseren Forderkatalog oder Forderungenkatalog. Es sind noch ein paar Dinge, die einfach noch besprochen werden müssen. Ich kann nur von meinem Restaurant ausgehen, mit den Beschränkungen wird es für mich sehr, sehr schwer, den nötigen Umsatz zu machen. Wir müssen ja trotzdem die Kosten wieder hochfahren. Wir müssen unsere Mitarbeiter vielleicht auch wieder zurückholen. Und es wird jetzt mit den Beschränkungen gerade noch ein bisschen ein Problem werden.
Nochmal möchte ich aber betonen, wir wollen das nicht anzweifeln, sondern wir stehen wieder auf ganz vielen deutschen Plätzen. Es sind wieder 70 Städte mit dabei in ganz Deutschland. Wir stehen da, um Verhandlungen zu zeigen. Wir wollen ganz einfach mit der Politik verhandeln. Das ist halt jetzt der erste Schritt, der da ist, und wir wollen halt den zweiten Schritt jetzt haben. Wir demonstrieren als Reisebüros natürlich primär mit unseren Kollegen von den Busreiseveranstaltern, mit kleineren Veranstaltern, auch mit größeren Veranstaltern in anderen Städten. Hier primär sind Reisebüros und Reiseveranstalter sowie Busveranstalter aus der Region. Wir haben eine Großdemo veranstaltet, wie in vielen, vielen deutschen Städten heute. Wir werden uns hier praktisch auf dem Platz der Paula zusammenfinden. Jetzt zwischen 11 und 12 Uhr findet hier die Demo der Reisebüros hauptsächlich statt. Unsere Kollegen von den Busreiseveranstaltern in der Region machen die ganze Zeit einen Buskorso um den Dr. Friedrichsring herum, um auch Aufmerksamkeit natürlich zu wecken, besonders an den Bund, besonders an die Medien natürlich, die uns dann die Hilfestellung für den Bund geben. Und wir werden dann gemeinsam um 12 einen Marsch durch die Innenstadt Zwickaus, innere und äußere Plaunsche Straße machen, über das Kino bis hin zum Platz der Völkerfreundschaft. Und dann werden wir uns gemeinsam mit unseren Buskollegen treffen. Auch der Sport wurde von Covid-19 zum Erliegen gebracht. Doch bei den Vereinen wurde in dieser Zeit nicht geschlafen. Jetzt haben wir uns überlegt, virtuelle Tickets zu verkaufen, haben da mal eine Aktion gestartet. Ein paar Fans, die uns halt immer unterstützen, haben das angenommen. Und das ist halt für uns so ein Zeichen des Zusammenhalts, was absolut wichtig ist für den Verein, was den Verein über die ganzen schweren Jahre auch immer geprägt hat, dass alle zusammenhalten. Ja, wir haben in der Tat einen Plan B im Kopf, wobei, das muss ich ehrlich sagen, das ist jetzt kein Plan, den wir einzeln und konkret ausgearbeitet haben. Da liegt momentan einfach, oder da fehlt uns einfach die Zeit dazu. Wir sind auch der Auffassung, sobald man sich mit solchen Dingen beschäftigt, ist es wird's vakant, genau. Also wir gehen davon aus, dass wir uns einfach momentan erstmal mit dem Themenkreis beschäftigen, wie wir kurzfristig die Liquidität sichern und dann Verbleib in der dritten Liga. Sollte das anders sein, sollte dann auch immer, dann bleibt nur der radikale Schnitt, was dann Liga 4 anbelangt. Und auch dort wird es ja dann im Vergleich zu den jetzigen Zahlen nochmals schwieriger. Und das wäre dann schon tatsächlich eine wahnsinnige Herausforderung. Spruchbänder wie diese zeigen die Dankbarkeit in der derzeit schwierigen Situation. Die Idee und Umsetzung kommt nicht von irgendwem. Verantwortlich dafür sind zahlreiche Ultragruppen. Stellvertretend für all diese haben wir uns mit einem Vertreter aus dem vogtländischen Plauen verabredet, um diese und weitere Hilfsaktionen in Zeiten von Corona einmal näher zu beleuchten. Ja, wir als Supportgruppe Plauen haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, jetzt in der Zeit, die für alle nicht einfach ist, wo wir aber einfach durch müssen, was wir für die Plauener Bevölkerung oder für die Leute, die eben auch hier an ihre Grenzen gehen oder teilweise darüber hinaus bringen können oder leisten können. Und wir haben uns eben gedacht, diese Transparente zu malen, das sind 6 Stück hier in der gesamten Stadt. Und die haben wir an neuralgischen Punkten aufgehängt und die sollen einfach den Leuten Mut machen und die sollen einfach ein gewisses Dankeschön ausdrücken für die, die sich eben hier tagtäglich den Arsch aufreißen für alle. Der Regionalligist VfB Auerbach hat gemeinsam mit dem DRK Blutspendedienst Nordost solch eine Idee umgesetzt. Ich gehe seit vielen Jahren regelmäßig zum Blutspenden, wie viele andere auch. Und ich habe das auch unseren Spielern nochmal gesagt. Ich fühle mich sehr wohl danach, weil ich weiß, dass das Blut gebraucht wird und dass diese Regelmäßigkeit notwendig ist. In der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, sollten wir uns vielleicht daran erinnern, dass nicht nur die aktuelle Situation, in der wir jetzt alle in irgendeiner Form gefragt sind, wichtig ist, sondern dass die Kontinuität gefragt ist. Und wenn wir jetzt den Startschuss geben, dann hilft es vielleicht für längere Zeiten, dass man sich auch daran erinnert, wenn die Corona-Krise vorbei ist, dass die Hilfe und die Solidarität zwischen uns Menschen immer gefragt ist. Und das ist vielleicht nur ein Anlass, daran zu erinnern. Natürlich hat sich auch der BSV etwas einfallen lassen, um einer wirtschaftlichen Schieflage entgegenzuwirken. Ja, die Mädels sind halt sehr, sehr fleißig, wissen halt auch natürlich um diese Situation. Andere Vereine zeigen es halt auch immer wieder, was da halt passieren kann und welche Maßnahmen sie halt ergreifen. Die Mädels sind sich halt da auch ihrer Verantwortung bewusst und haben halt komplett mitgezogen in unserer Aktion, die wir als Verein gestaltet haben. Das ist halt eine Gutscheinaktion, wo der Fan, der Zuschauer sich dann halt einen Gutschein kaufen kann von 10, 25, 50 und 100 Euro mit unterschiedlichen Wertgegenständen dahinter. Wir wollten das halt nicht nur so als reine Spende machen oder als reines Corona-Spiel, sondern wir wollten ein bisschen was anderes halt machen. Und ich finde diese 25 Euro,
Variante sehr, 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 sehr ideenreich oder sehr, sehr sympathisch, weil man da halt ein individuelles Workout mit einer Spielerin oder vielleicht mit mir auch als Trainer gewinnen kann, 10 Minuten lang, meistens dann halt über Skype oder über FaceTime, wie auch immer. Wir sind die Vertreter vom VfB Embert Laucha, vom SV Lok Laucha Niederlunkwitz. Unsere Idee war ursprünglich, dass wir momentan natürlich kein Fußball spielen dürfen und haben deswegen einen virtuellen Ticketverkauf eingeführt. Und der lief so gut an und auch außerhalb von Leuten unseres Vereins. Deswegen haben wir gedacht, wollen wir gerne was zurückgeben. Und deswegen sind wir heute hier und überreichen dem Krankenhauspersonal eine symbolische Spende von dem Mittagessen. Es gibt für jede Station eine Partypizza und auch für die Rettungswache in Laurau. Genau, das ist so unser symbolischer Dank dafür, dass momentan die Leute für uns in die Bresche springen und das gesellschaftliche Leben irgendwo aufrechterhalten. Am Sonntag ist es wieder einmal soweit. Der FSV startet zu einer bundesweit einmaligen und vor allem ganz besonderen Reise. Zu einer Reise in seine eigene Historie. Matti erklärt uns das gemeinsame Projekt der FSV-Fans mit dem Vorstand unseres Vereins. Genau, also der Verein kam auch auf uns zu, ob wir Ideen haben, und wir haben uns hingesetzt und wir trinken zwar abends immer früh um 7 ein Bier im Zug, wenn wir auswärts fahren, aber das heißt nicht, dass wir nicht kreativ sein können. Und wir haben am 16.05. sowieso den Sonderzug nach Mannheim geplant gehabt, das war schon alles soweit fertig gewesen und der musste leider ausfallen und deswegen haben wir uns gesagt, lassen wir das Ding einfach virtuell fahren und machen eine kleine Zeitreise durch unsere Vereinsgeschichte und lassen Fans und Spieler der letzten Jahrzehnte zu Wort kommen und halten virtuell an ganz verschiedenen Orten die den Verein in den letzten 30, 40, sogar 45 Jahren geprägt haben. Genau, wir sind jetzt heute mit knapp 73.000 Leuten sind wir jetzt virtuell mit unserem Sonderzug in Mannheim eingerollt. Sind jetzt gerade dabei, technisch alles überprüft, wollten jetzt heute das virtuelle Fußballspiel gegen Waldhof Mannheim stattfinden lassen. Dazu haben wir 2 Profispielern aus beiden Kadern herangeholt und ja, um 13.30 geht es los, live kommentiert von Lenny Leonard. Ich muss heute, was heißt ich muss, ich darf, ich freue mich sehr drauf, auf eine FIFA 20 Paarung zwischen Waldhof Mannheim und dem FSV Zwickau, die werde ich kommentieren. Das ist ein Dreifach-Duell, kann man sagen. 1 gegen 1, 1 gegen 1, 2 gegen 2. Leon Jensen und Yannick Meder sind dabei für den FSV Zwickau. Raphael Korte und Jesse Weißenfels für Waldhof Mannheim. Ich denke, das ist eine schöne Sache. Kann man ja auch ein bisschen Geld mitverdienen, gerade jetzt in der Phase, in der schwierigen Phase, ein wirtschaftliches Zubrot. Nach einer spannenden Begegnung stand es am Ende 9:5 für unseren FSV. 75.180 Fußballfans saßen bei dieser FSV-Reise mit im Zug. Ja, und Matti, der Sprecher der E5-Kurve, meinte so schön, trotz Corona entstand ein völlig neues Vereinsgefühl. Vorstand Kraus fügte hinzu, Dank an alle, die mitgeholfen haben, vor und hinter den Kulissen, dass dies so ein großer Erfolg werden konnte. Wenn alles klappt, wird es eine Sonderausstellung geben, mit vielen Fotos und Gesprächen mit Zeitzeugen, die bei diesen großen Momenten des Zwickauer Fußballs dabei gewesen sind. Anfang Mai dann das große Aufatmen. Weitreichende Lockerungen sind in Kraft getreten. Die Mehrheit begrüßt die Entscheidung auch für die Grundschüler der Klassen 1 bis 3. Denn die 4. Klasse haben wir ja schon seit vergangenem Montag in den Schulen und auch die Förderschulen in den Klassenstufen 1 bis 4 wieder in die Schule zu lassen. Und bei den weiterführenden Schulen ist das noch etwas eingeschränkt, weil wir dort im Moment Prüfungszeit in den Oberschulen und in den Gymnasien haben und insofern auch nur bedingt Räumlichkeiten zur Verfügung haben. Und deshalb ist dort geregelt, dass es eine Präsenzpflicht gibt, mindestens einmal die Woche. Es wird aber mehr sein. Aber eine Kombination mit der Lernzeit, wie sie jetzt schon gang und gäbe ist, wird es in diesen Schularten noch weiterhin geben. An den Grundschulen allerdings ist die Schulbesuchspflicht wieder in Kraft ab kommenden Montag. Heißt also, für alle Grundschüler geht die Schule wieder los. Auch die Kultureinrichtungen der Stadt Zwickau haben am letzten Donnerstag wieder geöffnet. Im Übrigen auch das August-Horch-Museum, das ja nun keine direkte Einrichtung der Stadt Zwickau ist, aber wir sind ja dort beteiligt. Wir hatten das also abgesprochen, dass es jetzt keine Unterschiede gibt. Ja, und bei uns in der Stadt Zwickau waren es also die Museen, das Robert-Schumann-Haus, die Galerie am Domhof. Hier sind wir gerade in den Priesterhäusern und die Kunstsammlungen.
und darüber hinaus auch die Bibliotheken und alle Teile des Stadtarchivs. Bei den Bibliotheken meine ich eben die Stadt- und die Ratsche Bibliothek. Alles öffnete wieder und ist seit dem Donnerstag gewissermaßen wieder im Spiel. Wir sind erstmal sehr froh, dass wir heute endlich wieder im kosmetischen Bereich arbeiten dürfen. Natürlich da auch noch eingeschränkt arbeiten dürfen. Da gab es letzte Woche so ein wildes Auf und Ab, ob Gesichtsbehandlungen gemacht werden dürfen oder nicht. Das ist aber leider noch nicht so. Ne? Es ist verständlich, wenn man eine Gesichtsmaske auf hat, dass man den Kunden schlecht behandeln kann im Gesicht. Ne? Und unterdessen ist einfach im Moment noch die Maniküre und Fußpflegen sind erlaubt, das machen wir auch alles, das bieten wir alles an. Aber ich sage, wir freuen uns über jeden kleinen Schritt, den wir machen dürfen. Also wir werden erstmal nur abends öffnen, aber es wird sich auch täglich das ändern. Wir werden über Facebook und unsere Homepage informieren, inwieweit wir geöffnet haben, wann wir geöffnet haben. Wir werden eine verkürzte Karte erstmal fahren, werden aber dann peu à peu zu unseren Standards zurückführen. Corona, was macht es eigentlich mit uns Menschen? Wie aussagekräftig sind die Testergebnisse und was denken die Menschen über diese Ausnahmesituation? Vordergründig fällt uns auf in der Sprechstunde, dass die Patienten wirklich viel derzeit mit Angstsymptomen zu tun haben. Ja? Es beschäftigt sowohl die Angst um die eigene Gesundheit als auch Zukunftsängste, insbesondere was den Arbeitsplatz betrifft, was den gesundheitlichen Erhalt in der Familie betrifft, was natürlich auch die Frage betrifft, die Kinder und Jugendlichen, die nicht zur Schule bzw. in den Kindergarten gehen können, sind zu Hause. Und das sind natürlich große Themen hier in der Sprechstunde. Sie haben, wenn Sie hierher kommen, eine Fragestellung an das Labor, hatte ich die Corona-Infektion. Das wollen Sie wissen. Richtig. Und das müssen wir beantworten. Es geht nicht darum zu sagen, mach mal hier den Antikörper. Deshalb stellen wir auch Fragen. Ich möchte gerne wissen, hatten Sie denn Symptome? Zum Beispiel Fieber, Schnupfen, Atembeschwerden, Husten, Müdigkeit, Verlust des Geschmackssinns oder andere. Und dann kreuzen Sie das bitte an. Hatten Sie innerhalb der letzten 14 Tage diese Symptome, empfehlen wir, diesen IgM-Antikörper unbedingt mitzumachen, weil das der Antikörper ist für die Frühphase. Hatten Sie vielleicht im Februar oder Januar Kontakt, dann würde es sicher genügen, diesen IgG-Antikörper zu machen. Wir untersuchen dann das Serum, das heißt die roten und weißen Blutbestandteile werden abgetrennt und nur der Serumüberstand, wo sich die Antikörper drin befinden, wird dann analysiert. Ja, wenn das Serum dann abzentrifugiert ist, dann kommt das hier in unseren SQ2. Das ist ein ELISA-Pipettierautomat. Da kommen dann kleine Platten rein mit kleinen Näpfchen. Diese Näpfchen sind mit Viruspartikeln benetzt. Und dann wird Ihr Serum dazugegeben. Und wenn dann Antikörper in Ihrem Serum gegen das Virus drin sind, dann würden die dort festhaften. Und dann müssen wir es nur noch markieren, sichtbar machen. Und das machen wir mit immunologischen Testverfahren. Und dann müssen die positiven Testergebnisse bestätigt werden, um die Spezifität des Tests eben auch zu erhöhen. Und das wird dann am Folge- oder übernächsten Tag dann gemacht. Also ich denke, 3-4 Werktage sollte man einplanen. Auch im Mai diesen Jahres fand die Kontrolle der Wanderfalkenbrut in dem von der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Zwickau angebrachten Nistkastens in Glauchau am Reinholzheiner Schornstein statt. Die Brut wurde vom Bergsteigerclub Westsachsen geborgen und von Fachleuten berangen. Der Stadtrat Zwickau hat zur Verschönerung des Bahnhofsvorplatzes einstimmig 150.000 Euro zur Verfügung gestellt. Ziel war es, den Vorplatz ein wenig aufzuhübschen. Neuer Asphalt, Übergänge, barrierefreie Bordsteine, neuer Straßenbaubeton, Pflasterarbeiten und vieles mehr. Der neue Bußgeldkatalog ist Ende April in Kraft getreten. Zweifellos bringt dieser für Fußgänger und Radfahrer mehr Sicherheit. Einen regelrechten Aufschrei gab es hingegen bezüglich der Strafen für zu schnelles Fahren. So gibt es bei Verstößen gegen die höchst zulässige Geschwindigkeit verschärfte Sanktionen. Konkrete Forderungen gab es seitens verschiedener Parteien, diese angedachten Strafen bei Geschwindigkeitsübertretungen zügig zurückzunehmen. Am 19. Mai musste ein Sportflugzeug bei Lichtentanne notlanden. Zwei Männer waren vom Flugplatz Zwickau zu einem Schulflug gestartet. Kurz nach dem Start setzte der Motor des Fliegers aus, sodass das Flugzeug auf einer Wiese notlanden musste. Beide Piloten blieben dabei unverletzt.
Da bei der unsanften Landung vermutlich Treibstoff ausgelaufen war, kam auch die Feuerwehr zum Einsatz. Am darauffolgenden Tag wurde das Flugzeug dann geborgen. In Zeiten von Covid-19 war es für viele Bürger von Merane sicher eine willkommene Abwechslung, bei der Sprengung eines 45 Meter hohen Schornsteins dabei zu sein. Trotz der Pandemie waren einige Leute da, um am Ende die riesige Staubwolke zu sehen. In unserer Ausstrahlung der Sitzung des Zwickauer Stadtrates Ende Mai musste der Stadtrat sich natürlich in Zeiten von Covid-19 auch an Abstände und Regeln halten. Es war aber auch eine Sitzung, bei der teilweise recht heiß diskutiert wurde. Mit Spannung erwartet wurde dann die Wahl des neuen Bürgermeisters für Ordnung und Finanzen. Am Ende setzte sich der SPD-Fraktionsgeschäftsführer Sebastian Lasch gegen Andreas Gerold durch. Sicher erinnern sich viele von Ihnen an das Hochwasser von 2013. Schaden hat damals auch die Muldenbrücke im Zwickauer Ortsteil Schlunzig genommen. Da die Brücke nicht reparabel war, musste ein Ersatzneubau her. Dieser wurde feierlich seiner Bestimmung übergeben. Ein Mann, der damals mit vor Ort war und sich genau an diese eher traurigen Ereignisse von 2013 erinnern kann, ist Landrat Dr. Christoph Scheurer. Welche Rolle spielt neben dem Geschmackssinn der Sinn, etwas zu riechen, also über die Nase aufzunehmen? Die Welt der Düfte beschäftigt seit langem ein in Merane ansässiges Unternehmen. Die Reimer Air Concept GmbH gilt als Spezialist für Raumbeduftung, Raummarketing und Aromamarketing. In Zeiten von Covid-19 hat man sich hier etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Duftspray für Mund- und Nasenschutz. Mit Tom Beck, Jörg Hammerschmidt, Live-Übertragungen der FSV-Spiele, einem Konzert für Depeche Mode-Fans und des Events Rock Classics hatte sich der Veranstalter Kraus Event so einiges für den Monat Juni einfallen lassen. Alles im Rahmen der damals vorgegebenen Corona-Bedingungen konnten die Konzerte und der Livestream erfolgreich als Autokino oder Konzert umgesetzt werden. Am Tag des Frohen Leichnam sprudelte eine der schönsten und ältesten Brunnenanlagen der Stadt wieder. Der imposante und wertvolle Schwanenbrunnen im nördlichen Teil der historischen Parkanlage Schwanenteich. Die Paracelsus-Klinik Zwickau war eine der ersten Corona-Anlaufstellen in der Region und hat so auch diese große Herausforderung gemeistert. Der Tiefkühlspezialist Bofrost, mit dem TV Westsachsen schon längere Zeit zusammenarbeitet, hatte die Idee, sich für den tollen Einsatz zu bedanken. Das stieß bei uns natürlich auf offene Ohren und so verabredeten wir uns damals mit dem Niederlassungsleiter von Bofrost, Lars Triebel, direkt auf dem Klinikgelände. Ein Tag im Juni war ein ganz besonderer Tag für die Lehrer und Schüler des Sandberg-Gymnasiums in Wilkau-Haslau. Ein weiterer Meilenstein wurde beschritten. Im Beisein von Christian Piewarz, Staatsminister für Kultus, wurde der Ersatzneubau der Zweifeldsporthalle seiner Bestimmung übergeben. Das Investitionsvolumen dieser Baumaßnahme betrug 3,2 Millionen Euro. Der FSV Zwickau hat zum 1. Juni 2020 einen neuen Leiter für sein Nachwuchszentrum Die Jungen Schwäne verpflichtet. Mit Volker Pikarski, unter anderem für Borussia Mönchengladbach in China tätig gewesen, konnte ein erfahrener Fußballlehrer für den FSV gewonnen werden. Mitte des Monats durften dann auch wir ihn persönlich treffen. Anfang Mai wurde in das historische Dorf am Zwickauer Muldeufer eingebrochen und eine 300 Kilo schwere und 800 Euro teure Kreissäge entwendet. Ein Schock für die Mitarbeiter und Kinder, wo doch einiges auf dem Bauplan stand. Die Säge wurde dringend gebraucht. Deshalb überlegte die Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau nicht lange, sondern handelte und spendierte dem historischen Dorf eine neue Tischkreissäge. Mitten in der Corona-Krise wurde eine Idee geboren, die Menschen zum Laufen zu animieren und Gutes zu tun. Udo Henschel, Mitarbeiter unseres regionalen Fernsehsenders, gilt als langjähriger Begleiter der Zwickauer Laufszene.
Er hatte die Idee, einen Corona-Spendenlauf zu organisieren. Auf offene Ohren stieß er mit dieser Idee sofort bei den Organisatoren des SV Vorwärts Zwickau und der Stadtgruppe Zwickau der Deutschen Olympischen Gesellschaft. Am Ende kam eine beachtliche Summe zusammen, die an die Zwickauer Tafel gespendet wurde. Am 22. Juni erstrahlten deutschlandweit über 7000 Gebäude in rotem Licht. Beteiligt waren an dieser Protestaktion 30.000 Menschen. Auch in weiteren 20 Ländern wurde dieses Signal gesetzt. Das durften wir uns nicht entgehen lassen und wir schauten, was Zwickau und das Vogtland so zu bieten hatte. Bis Ende 2019 waren in nur 3 Jahren bereits 6 Unternehmen der Logistik- und Automotive-Industrie in neu errichteten Hallen im Industriepark Merane angesiedelt worden. Ende Juni ist dann der Logistikdienstleister Rhenus Automotive hinzugekommen. Anfang 2021 soll dann eine weitere Halle in Betrieb genommen werden. Im Beisein von Ministerpräsident Michael Kretschmer erfolgte der erste Spatenstich für die Trainingseisfläche des ETC Grimmitschau e.V. im Sahnpark Grimmitschau. Die Jugendeisfläche in Form einer kleinen Halle bekam den Namen Canada Live Kids Arena. Verrückt, wenn man sich überlegt, was uns da 2020 ereilt hat. Aber Sie haben es gesehen, die Hilfsbereitschaft der Menschen, die Ideen, die Kreativität. In solchen Zeiten wächst man eben viel enger zusammen und das ist gut so. Im Sommer hat sich dann die Corona-Situation ein Stück weit entspannt. Die Infektionszahlen sind wieder gefallen. Da war doch im ersten halben Jahr 2020 auch abseits von Corona eine Menge los. Ich bedanke mich, dass Sie eingeschaltet haben, verabschiede mich für Teil 1 von Ihnen und freue mich, Sie auch im Teil 2 unseres Jahresrückblicks wieder begrüßen zu dürfen. Machen Sie's gut!